Hallo und willkommen zurück zu Calling. Ich habe eben gerade schon mal aufgenommen und knöpfe jetzt gerade ein bisschen an, weil ja, wer das Infovideo gesehen hat, ich fahre ja auf Seminar, bin auf Seminar oder bin schon wieder vom Seminar zurück, je nachdem, wann ich schaffe, das hier hochzuladen. Okay. Oh, meine Fresse. Ich will ja jetzt da die eine Nummer anrufen, die ich jetzt noch übrig habe. Das ist die. Oh, das sind drei Seiten, habe ich da frei. Also es werden schon ein paar Nummern werden sich da ansammeln. Gehe ich mal stark von aus. 94 582 582. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich als nächstes hinkomme. Aber anscheinend muss man sein Mobiltelefon zurücklassen. Oh, das ist dieses. Hier war ich doch schon mal. Ein Anfängerbuch über Biskuitbohnen. Biskuitpuppen. Anscheinend keine Funktion hergestellt werden. Telefon, Telefon, da. Du hast Mobiltelefon erhalten. Aber hier war ich ja schon mal mit Rin. Der Strom, es hat keinen Sinn, keine Energie. Ja, okay. Ich irgendwie hier. Die Taschenlampe ist aus, aber ich sehe ja genug. So wie es aussieht. Überall wurde Kaffee verschüttet. Tja, da oben liegt was. Du hast Sados Notizbuch 4 erhalten. Dann der Tod eines jungen Mannes im Internetcafé Caravan. Der Mann hat plötzlich brach plötzlich bewusstlos zusammen. Sein Name war Ken Negeshi, 29. Zum Zeitpunkt des Todes waren mehrere Kunden anwesend, aber niemand Verdächtiges und niemand kannte das Opfer. Offiziell lautet die Todesursache Herzversagen aufgrund von Erschöpfung und Überarbeitung. Als ich mir die Chatprotokolle aller Opfer ansah, bemerkte ich, dass alle Chats mit einer Nachricht von Kuroneko endeten. Wer ist diese Kuroneko? Aber ganz ernsthaft, woher weißt du denn, dass Kuroneko eine Frau ist? Ah, okay. Ich muss zurück zu. Das ist wahrscheinlich Kenjis. Naja, nein, nicht Kenjis. Wie heißt der Shin? Shins Raum war das wohl, also. Naja. Aufgezeichnet. ですか。でですね、代金の方、もう少し待ってくれませんか。実は、バイトリストラされちゃって、当てにしてた給料が入らなくなっちゃったんで、本当すみません。ちゃんと払いますから。Okay. ん？Warum müssen die mich denn alle angreifen? Unglaublich. Guten Abend, alle. Anonym. Hallo, anonym. Guten Abend. Wow, hier ist ja was los. Aha, okay. Das ist wieder. Wow. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Ach so, jetzt ist das Licht ausgegangen. Speichern? Ja, doch, ich nehme den Speicherstand.
Ja. So, das heißt, ich muss zurück. Gut, dann würde ich sagen, tue ich das. Heißes Mobiltelefon. Vielleicht ist dieses heißes Mobiltelefon die erste Nummer, also da der erste Raum. 169 9 nach 9 16 758 7 ach Mist 5 8 Na, läuft doch, läuft doch. Supi. Was ist denn jetzt los? Oha, was ist denn jetzt? Die erste Nummer wähle ich nicht nochmal. In Ordnung. Welche Nummer muss ich denn dann wählen? Schönheitssalon, Hotel, Internetcafé. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht. Wo soll ich denn dann jetzt hin? Ganz im Dunkeln nicht gut sehen. Ganz im Dunkeln. Ja, ist ja gut. Ich weiß trotzdem nicht, was ich tun soll. Vielleicht muss ich zurück ins in den Schönheitssalon? Weil irgendwo muss ich ja jetzt hin. Weil ich kann ja jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich habe ja auch. Ah, Taschenlampe. Sehr schön. Und ich habe mich schon gewundert. Ich habe die doch noch dabei gehabt. Der Strom ist ge hat keinen Sinn. Klar hat das alles keinen Sinn, aber ich kann da auch nicht rüberklettern, ha? Huh? Tja, ich kann hier auch nicht raus, kein Mobiltelefon erlaubt. Was zum Geier muss ich machen? Das Zimmer ist so klein, so viel kann ich hier nicht machen. Also es bleibt mir hier nicht so viel übrig. Ja, überall wurde Kaffee verschüttet. Mi, mi, mi. Vielleicht muss ich. Warte mal, kann ich hier die Karte aufrufen? Ja. Okay. Viel bleibt mir nicht mehr übrig. Versuchen wir es nochmal mit dem Schönheitssalon. Mobiltelefon halten, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, bringt mir das jetzt auch nicht mehr so viel, jetzt zwischen den Orten noch mal ewig hin und her zu reisen.
Hier war ich ja schon. Aber ich komme halt auch nicht mehr zurück. Ich weiß halt die Nummer nicht von dem anderen Telefon. Keine Ahnung. Hier kann ich vermutlich immer noch nicht raus. Nö. Das ist doch echt nervig. Aha. Du hast, was weiß ich, Schlüssel erhalten. Kann ich mir die ansehen? Irgendwie? Gegenstand vielleicht? Ja, Tatsache, kann ich mir angucken. Ein Schlüssel zur Freischaltung des Passworts für die Galerie. Nachrichten 1. Ich muss dahin zurück, aber ich weiß nicht, wie zurück. Ich habe die Nummer ja nicht. Ja. Blöd. Echt blöd. Ich glaube aber nicht, dass mir das wirklich jetzt viel bringt. Ja, super, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Keine Ahnung, was ich tun soll. Erstmal das Mobiltelefon aufheben. Was soll denn das jetzt? Warum denn? Sie wurde zu einer unheimlichen Zeit angehalten. Ja, pfö, ne? Hab pfö. Oh, da unten habe ich noch nicht reingesehen. Hallo? Okay. Gefunden! Du hast Sardos Memo 3 erhalten. Tja, das ist eine Überraschung. Mit dem Mobiltelefon kann man sich bewegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man anruft, gelangt man dahin, wo sich das andere Telefon befindet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht, wenn ich mein eigenes Mobiltelefon anrufe. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam, aber das wäre wohl zu einfach gewesen. Ja, aber viel geholfen hat mir das jetzt auch nicht. Handbuch für ein Zimmermädchen. Dass er sich nicht wundert, dass da Handabdrücke sind. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe immer noch nicht, was genau ich tun soll. Ja. In der Badewanne ist kein Wasser, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Und das Bett kann ich auch nicht gucken. Gut, ich versuche es nochmal im Internetcafé. Irgendwas muss da ja sein. 5:18. Nein! Mist! Fuck! Gut. 4 9 4 5 8 2 5 8 2. Ach Mann. Sag mir doch mal eine, dass da oben die Nummer noch steht. Nein, ich will doch die Nummer nur wählen. Schon wieder das Licht aus. Jetzt kommt schon. Unglaublich. Also irgendwas hier muss ich noch tun. Irgendwas muss ich hier noch tun. Aber ich habe keine Ahnung, was. Mobiltelefon erhalten. Oh Mann, komm schon. Eine Telefonnummer oder irgendwas, irgendwas. Keine Ahnung. Hä? Auf dem Boden liegt ja auch nichts rum. Nee. Hier liegt nichts. An Anna für Biskuitpuppen. Sorry Leute, irgendwie komme ich nicht weiter. Ich gehe jetzt googeln. Deswegen schließe ich den Part jetzt auch hier einfach ab. Es nimmt von der Aufnahme her Zeit. Passt es so mit 20 Minuten. Deswegen sage ich jetzt einfach, ich mache hier einen Cut. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder weiter aufnehme, wissen wir oder weiß ich, was ich zu tun habe. Dann, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.